Porträt band mich selbst persönlich sehr, sehr stark. Das Wollheim-Porträt ist ganz vielfältig erstmal, also in seiner stilistischen Ausrichtung. Man weiß nicht ganz genau, was ist das jetzt, Expressionismus, wenn man das Gesicht ansieht. Das ist so sehr, sehr stark ausgearbeitet. Dann der Anzug und der Hintergrund, das ist wieder etwas ganz anderes. Das entsteht ja sozusagen in einem abstrakten Raum, um natürlich diese Präsenz, die der Mann auch im wirklichen Leben hatte, auf die Leinwand zu bringen. Und das gelingt Wollheim sehr, sehr gut. Die 20er Jahre waren eine nervöse Epoche, waren ja auch von großer Geschwindigkeit, eins der Schlagworte der Zeit, gekennzeichnet. Und diese Unruhe steckt in diesem Statuarischen. Und das sieht man hauptsächlich, finde ich, in den Augen, und zwar in den unterschiedlichen Augen. Die blicken nämlich in eigentlich verschiedene Richtungen. Das eine sieht den Betrachter an und das andere ist so in sich gekehrt. Und das deutet auf eine gewisse Zweiteilung. Man kann darin auch sehen, dass eben dieser Mann, der aus dem Ersten Weltkrieg traumatisiert zurückkommt, diese Mischung aus einer großen, ja, im Zweifelsfall Aggressivität, das hat Heinrich George auch ausgezeichnet. Aber es gibt eben auch das andere, das ist diese Sensibilität, diese Empfindlichkeit, also man sieht in diesen nach innen gekehrten Augen eigentlich die Verletzlichkeit, die dieser Mann hat. Es hat sich nicht nur eine ganze Generation wiedergefunden in dieser seelischen Zweiteilung, sondern er steht eigentlich stellvertretend für diese ganze Nation, die tief gedemütigt aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehrt. Wie geht man mit dieser Verletzung um? Das Bild stammt aus dem Jahr 1928 und das ist das letzte gute Jahr der Weimarer Republik. Diese guten Jahre, auch kulturell, wie wir alle wissen, guten und ja höchst produktiven Jahre des Weimarer Jahrzehnts, die sind eigentlich auch in diesem Bild mit vorhanden. Wir wissen ziemlich genau, auf welchem Hintergrund, in welcher Situation dieses Bild entstanden ist. Nämlich Gerd Wollheim hat viele Jahrzehnte später darüber Auskunft gegeben. Er sagt also, und dann kamen die Schauspieler. Heinrich George in tiefer Nacht nach der Vorstellung erschien mit Sektflaschen bewaffnet, stellte sich hin und wurde lebensgroß gemalt.